So, der da unten wieder weg. Ha, ich habe eine Idee. Wir machen das einfach mal in die andere. Ja, hier einen hinten dran. Moment, so. Und dann muss... dann muss da noch einer dran. Genau, und dann muss der hier hin. So, ja, wir sind mit dem Dach gleich fertig. Obwohl das hier... Oh, da ist noch ein Stück zu bauen hier. So, darum noch. Ja, also das Dach machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Bevor wir dann zum Kreisdorf gehen. Und wir werden uns das Dach natürlich, wenn es denn dann fertig ist, also vorläufig fertig, erstmal noch genau anschauen. Wie schon zuvor angekündigt. So, und hier müssen wir dann wieder... Ja, genau. Da müssen wir... So, so. Und da eine Stufe. Zack, dahin. Das sieht aber hier ein bisschen komisch aus, oder? Ja. Ah ne, vielleicht kann ich das ja... Nö, das sieht noch komisch aus. Naja, egal, dann lassen wir das so. Nee, das war zu weit hinten. Ja, genau, so. Ja, wieder Konzentration bei der Maßarbeit hier. Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Ah ja, das sieht jetzt hier genauso aus. Ich probiere es mal aus, wenn ich jetzt den hier hinsetze. Ja, dann habe ich die Kante da vorne. Ja, das sieht auch doof aus. Nee, nee, dann kommt das hier weg. Und da kommt eine Stufe hin. So. Und da muss der dahin. Der dahin, so, genau. Und einer dorthin. Ha, genau. Ja, jetzt haben wir aber wirklich nicht mehr viel. Die Sache ist die, wie machen wir das hier? Das geht hier eigentlich sogar überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich kann hier sowieso, oder muss hier sowieso, sozusagen ein Flachdach machen. Jetzt einer davon muss weg. Ich glaube, der da hinten. Ja, genau. Okay. Und hier dann auch. Ich mache den mal dahin. So, den gleich wieder weg hier. Genau. Aber hier müsste es gehen. Hier müsste es noch machbar sein hier. Zumindest so ein bisschen. Ja, genau, so. Ja, mal schauen, wie das jetzt gleich ausgeht hier auf den letzten Metern hier. Ah, vielleicht kann ich das so machen, wenn ich jetzt den da hinsetze. Hier so, genau. Und den jetzt hier so hin. Guck mal, hier, da kriegen wir... Nö, da kriegen wir das hier. Das geht auch nicht. Das ist richtig doof hier. Okay, wir werden einfach da auch ein Flachdach machen. Den letzten Rest, den sparen wir uns dann. Weil von unten sieht man das ja sowieso nicht. Aber das ist mir egal. Ich will das perfekt haben, auch oben da, wo ich es sonst nie mehr sehen werde. Oder also so perfekt, wie es eben geht. So, habe ich jetzt hier einen zu viel? Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Das heißt, wir sind mit dem Dach fertig. Dann werde ich mir jetzt mal die Fliegejacke anziehen. So, und runter. Springen. Das kann wieder dahin. Das Gerüst kann dahin. So. Wo ist denn jetzt die Treppe? Hier. Moment, ich kann fliegen mit... Ah ja, okay, so. So, bisschen daneben gesprungen. Okay, sehr gut. So, jetzt ziehe ich die aber gleich wieder aus.
muss ja nicht mehr. So, wie sieht das jetzt aus? Aha, es ist natürlich dunkel hier, ja. Ich mach mal das hier weg. Haha, sehr schön. Okay, alles fällt runter. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass es hier zwar schön hoch ist und auch das Dach ist dicht, aber es ist dunkel und ich sehe nichts. Aber von den Seiten hier kommt sehr viel Licht rein. Und das ist gut, das gefällt mir. Was haben wir hier für ein Lichtlevel hier so? Oh, das ist aber echt nicht viel. Am Rand haben wir noch ein bisschen was hier in der Mitte. Es ist sehr, sehr dunkel. Da ist sogar null hier auch. Oh ne, Moment, die Kiste. Das sollte ich nochmal stehen lassen. Da ist Gerümpel dran, aber auch nicht allzu viel. Ja, ich habe schon Fichtenholz da, habe ich gerade gesehen. Ich mach die Kiste mal eben weg. Stellen wir sie, Moment, das kann dahin. Stellen wir sie doch mal hier an den Rand hier. Oh, es wird ja dunkel. Nein, ich will, ich wollte ja eigentlich die erste Hilfe dahin haben. So, das mal alles wieder weg. Ja, komm, hauen wir mal raus. So, das lasse ich nochmal da. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal ins Bett, bevor wir hier noch weiter was machen. Ja, das mit der Dunkelheit, das ist natürlich noch ein Problem hier. Oh, guck mal, aber wenn die Sonne reinscheint. Ja, es ist immer noch wenig hier. Mir gefällt das mit dem Dach nicht. Wie wäre es, wenn wir überall da, wo Flachdach ist, wenn wir da Glasbausteine reinsetzen? Machen wir das hier wieder aus hier? Stören wir das ein bisschen? Ja, das müssen wir eben einfach mal ausprobieren. Wir holen einfach mal Glas. Das will ich jetzt machen. Ich will jetzt noch nicht zum Kreisdorf. Da kommen wir heute schon noch dazu in dieser Aufnahme. Und wenn nicht, boah, dann eben nicht. Aber ich denke mal schon. Es läuft uns ja nicht weg. So, jetzt will ich erstmal Glasbausteine haben. Das müsste da oben sein, genau. Ah, das genügt. Und haben wir noch Energie drin hier? Ja, haben wir noch. So, wieder zurück zum Schlösschen. Ha, ich kann ja durchs Fenster fliegen. Genau. Das bin ich jetzt mal, da bin ich jetzt mal gespannt. Moment, falsche Taste. So, haha, durchs Fenster nach oben. Okay. Dann würde ich sagen, das da oben, das auf der höchsten Ebene, hier machen wir das. Aha, jetzt werden die so... Nee, 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 dann müssen wir die nach unten versetzen. Na, ist kein Problem. So, da... dran. Das machen wir einfach mal. Achso, hier mit der Axt, hier geht das schneller. Machen wir einfach mal und dann gucken wir uns von unten an, wie das aussieht. Aber ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So und so. Ja, und das denn noch. Ah ne, Moment, hier falsches Werkzeug wieder ausgewählt. Da, da, so, ich traue mich ein bisschen weiter vorne, nach vorne, so. Hier stehen noch zwei von den Dingen. Ja, genau, dann machen wir das hier nicht. Ja, okay. Da könnten wir das auch noch machen. Sollen wir das hier auch machen? Oder ist er... Moment, ich muss mal schauen. Ja, genau. Komm, wir machen das hier auch. So, haben wir das da drüben? Oder, Moment, was ist hier? Ne, da stehen die zwei zusammen hier, die zwei Stufen. Haben wir hier ein Flachdach irgendwie? Ne, da stehen zwei Stufen zusammen. Aber da haben wir eins. Und da glaube ich auch. Wir probieren das einfach mal aus. So, haben wir denn noch irgendwo was? Ne, da ja nicht mehr. Okay, ich glaube, das war's dann. Hier könnten wir eventuell was machen. Ja gut, aber muss ja nicht sein. So, haben wir noch Energie? Ja, okay, es reicht noch ein bisschen. Dann also wieder bei einem Fenster hinein. Hoffentlich kriege ich das hin jetzt. Ja, es geht. Oh ja, mhm. Also das ist jetzt nicht symmetrisch, das ist ja wohl klar. Aber der ganze Raum hier ist ja in keiner Weise irgendwie symmetrisch.
Aber das sieht schon viel besser aus. Wie sieht es mit dem Lichtlevel aus hier? Das dürfte jetzt auch wesentlich besser sein. Ja, also jetzt natürlich am Tage sowieso. Oh doch, ich finde das ganz okay so. Das kann man so lassen. Also wie gesagt, es sieht nicht schön aus, es ist nicht symmetrisch, aber es ist da so ein bisschen Licht. Und das wollte ich ja sowieso. Okay, wir werden uns das Ganze... Ah ja, ich kann mal die Liste hier wieder wegnehmen. So. Das Ganze mal anschauen. Aus der Entfernung. So, wo steht die Sonne? Die steht jetzt da. Das heißt, wir sollten dahin gehen, wo die Sonne ist und von dort aus dann uns das Ganze anschauen, damit wir eben nicht in die Sonne schauen, wenn wir dann auch aufs Schloss schauen. Also, laufen wir mal darüber. Ich hätte mich auch hin teleportieren können, fällt mir gerade ein. Habt ihr ja einen Wegpunkt. Oh, nee. Doch wieder hoch hier. So. Ja, toll. Der erste Blick verrät uns. Das Dach sieht man gar nicht so richtig. Also man sieht, dass da eins ist. Aber das Gebäude steht so hoch und ist auch selbst so hoch, dass man von dem Dach, von der Dachschräge gar nicht mal so viel mitkriegt. So, vielleicht von hier oben ein bisschen mehr. Ja, okay, da sieht man ein bisschen mehr. Ja, so hoch wirkt das gar nicht. Das Dach meine ich jetzt. Ja, also ist aber okay. Wenn man es von der Ferne sowieso nicht so auffällig sieht, dann ist es auch egal. So, Moment mal hier. Ah ja, doch, von hier sieht man das besser, weil dann eben hier von hier aus ja dann tatsächlich die Sonne hinscheint. So, ja, genau. Ach, das sieht schon ziemlich groß aus. Nö, das ist okay so. Ja, lassen wir so. Und weil das so weit weg ist und weil man sowieso kaum was davon sieht und auch von innen sieht man kaum was von dem Dach. Das ist einfach nur dunkel und an manchen Stellen kommt Licht durch. Also aufgrund dessen braucht man da keine Verzierungen mehr machen. Das ist unnötig. Das sieht man ja sowieso nicht. Es sei denn, wir machen die in einer komplett anderen Farbe, in was so einen richtig hohen Kontrast hat. In Rot oder vielleicht Blau oder... Moment, wo muss ich hin? Ich kann mich da rein teleportieren. Ich komme ja von hier aus sowieso nicht durch. Es sei denn, ich mache irgendwie die Mauer kaputt. So, ja, ansonsten lassen wir das hier. Dann will ich jetzt aber auch mal, um den Eindruck nicht zu zerstören, das hier alles wegmachen. So, alles weg. So, und wer jetzt ein Problem hat und kreativ sein will, der möge sich hier reinstellen oder setzen oder legen und dann gibt's hier viel Platz für neue Ideen. Oh, ich finde das irgendwie cool. Da oben kommt Licht rein, man sieht den Himmel, man sieht Wolken, aber sonst ist eben nichts da, was einen ablenken kann. Dennoch ist es hier ein Ort, der nicht alltäglich ist. Und an solchen Orten kann man gute Ideen finden. Ja, okay, dann würde ich sagen, ist das Schlösschen fertig. Mir gefällt das. Also wie gesagt, ne? Mal schauen, wie sich der Raum so auszahlt. Vielleicht werde ich den ja hier und da mal nutzen. Oder wie wäre es, wenn wir in der Mitte... Nee, man soll sich hier seinen Platz suchen, wo man meint, dass die Inspiration am größten ist. Ja, okay, so. Hier haben wir nichts mehr drin. Hier ist eine Werkbank. Da auch nicht. Ja, okay. Gut. Dann kann ich jetzt mal zum Dingsbums gehen hier. Zum Lager. Also das Schlösschen ist jetzt fertig. Ah, sehr schön. Ich freue mich. Das Schlösschen endlich fertig. Lange, lange stand es da als Rohbau, als halbfertiger Rohbau sogar. So, jetzt schmeiße ich einfach mal diese Sachen da so rein. Wegräumen dann später. Also lange Zeit stand es eben hier so als halbfertiger Rohbau. Und ich habe nichts daran gemacht, weil ich irgendwie keine Idee hatte oder so.
Aber nun ist es fertig. Übrigens, die Idee mit diesem großen Raum hier, die ist in der Tat dann doch schon wieder... ja, um einiges länger. Um einiges älter, also um... Ich weiß nicht, 2 Jahre, 3 Jahre oder sogar noch länger. Weiß ich nicht, aber ja, das dürfte wohl hinkommen. Nun ja, egal. So, aber jetzt geht's auf zum Kreisdorf. Oh ja, und ich nehme mal vorsorglich gleich mal ein bisschen dunkelblaue Wolle mit. Haben wir noch mehr? Da haben wir noch mehr. So, ja. Naja, so übel, glaube ich, sieht das gar nicht aus hier mit dem Hellblau. Ich glaube, das kann ich doch erst nochmal lassen. Ich habe mir ja Gedanken machen wollen, wie groß das Gebäude sein soll. Ja, und das habe ich auch gemacht. Ist nur die Frage, ob ich mich jetzt noch daran erinnern kann. Machen wir das hier weg. Ah, da ist noch gar nichts drin. Okay.